So, let's begin. Wir fangen gleich mit Gitarre an, Chat. Checken wir vorher nochmal das neue Hungriger Hugo-Video aus, okay? Und dann geht's rein ins Gitarrespielen. Ein ruhiger Tag in Box der Hude. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Ja, Reddit machen wir am Sonntag, genau, Chat. Heute der Hund. Meiner Vermutung nach nutzt quasi China TikTok als Waffe gegen die westliche Welt, um die Frauen eher so zu verrücken, zu verhüttern und um die Männer zu verweichlichen und auch die Konzentrationsfähigkeit zu schwächen. Feels like a rockstar. Small ways to the face with a... Guckt es euch an, wie China durch TikTok seine Konzentrationsfähigkeit schwächt. TikTok ist ein Angriff von China, um Männer zu verweichlichen, Frauen zu vernichten und die Konzentrationsstärke zu schwächen. Wer könnte das sein? Taxi? Das ist dieses Stereotype, an der sich bedient wird. Ich bin halt so dieser Standardfette. Man sieht irgendwas dickes, wenn man keinen Plan hat, sagt man erstmal ein paar Anzeige. Digga, wir haben 12 Uhr und ich fühle mich, als hätten wir Nacht, wenn ich deinen Stream gucke. Ja, das ist ja genau das, was ich will. Guck doch mal, wie scheiße das mit Tageslicht aussieht. What the? What the fuck, bro? This is a fucking light mode, dude. Hast du heimlich Foto gemacht? Ich hab's gesehen. Oh. Bitte näher. Oh oh. Was hast du dir dabei gedacht? Chat, das seid ihr in der Öffentlichkeit, wenn ich euch baste! Hast du jetzt Angst gehabt? Yeah. Nee. Komm, wir machen zusammen. Dagi und Eugen einfach ein Traumpaar. Ich will auch mal verheiratet sein mit einer Frau, Digga. Digga, welche Frau würde mich Idioten heiraten? Boots, Alter! Boots, Alter! Boots, Alter! Okay. Weiter geht's. Das ist eben die Frage. Frage ich mich auch. Kuss. Ja, sag mir die Pulsader dann aufschneiden oder was? What the fuck? Crow ohne Eier? Hattest du mal eine Zeit, wo du übergewichtig warst? Ja, tatsächlich vor meiner Beschneidung. Heute mal wieder gezeigt, dass Männer das bessere Geschlecht sind. Schwierig, Digga. Schwierig. Liebes YouTube-Team, das war ein sogenannter Scherz von Onkel Farid. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Bitte nicht streiken wie kein Konzept. Könnte da kein Konzept wieder einen Schnitt machen? Ach nee. Kanal ist ja gebannt. Liebe Zuschauer, das war wieder nur ein Spaß. Bitte nicht ausrasten. Warum wollen so extrem viele Frauen auch mehr von mir, als da mir teilweise recht ist? Das ist so ein Kap, Digga! Geschichten aus dem Paulanergarten. König Knossi nimmt ganz sicher auseinander. Ich glaube, wir haben ihn gefunden! Was? Hallo! Ingolstadt, seid ihr da? Musst du auch für Hungriger Hugo ein bisschen was liefern heute hier. Au! War Spaß. Au, Mann! Sascha, guck mal hier, ein Huhn. Mal dem Mann auch mal das Studio angucken. Ich sehe doch, dass der sich interessiert. Komm doch mal ran. Ich sehe doch, Sie wollen gerne mal gucken. Kommen Sie doch mal. Doch, komm. Doch, komm. Doch. Doch. Leute, guck hin. Ja, Schatz, dann kannst du mal anfangen zu stampfen. Ja. Dann geht die einfach gleich. Was wollt ihr wissen? Wie heißt der? Real Talk. Real Talk? Oh. Nee, echt super. Ihr macht das auch richtig cool. Wie sieht deine Traumzukunft aus? Zwei Kinder. Run. Ja, da ist
Menschen mit Down-Syndrom haben ein Chromosom zusätzlich. Die Folge sind geistige und körperliche Beeinträchtigungen. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Alter. Mit 21 lernt sie Jens kennen. Er hat das Down-Syndrom. Alter Junge. Es ist eine milde Form. Ich war schon immer der Coole von der Schule. Heute sitze ich hier mit drei Puppen. Haarscharf am Down-Syndrom vorbeigeschrammt. Ja. Never. Bleibt alle gesund und nimmt jeden Person so an, wie ihr seid. Toll. Hol ihn raus, Digga. Hol ihn raus. Du Drecksau! Finn, da fragt man vorher. Finn? Chef Strobel hat ja seinen Hund mit dabei auf einer LAN-Party, die mehrere Tage geht und lässt ihn einfach nicht bei seiner Freundin oder bei Familie oder Schwester oder Ja. Und dann wollte Rocky mit einem Kind spielen. Ja. Und dann ist Rocky einfach auf ihn zugelaufen, wollte halt mit ihm spielen. Ja. Und das Kind ist halt irgendwie weggekippt. Also so auf Boden. Und hat sich komplett die Arme aufgeratscht. Und das Einzige, was Chef Strobel zu ihm sagt, ist, okay, ich würde dir sonst Gaming-Equipment zuschicken als Entschuldigung. Gaming-Equipment. Pain gleich gone. Ich wollte nur mal sagen, dass ich... Oder, aber das musste... Okay, hier steht sogar noch ganz groß, ich kann es laut vorlesen. Wenn du mal Lust hast, eine vernünftige Frau zu daten, meine Mutter mag dich sehr gerne und schaut dich parallel auch. Grüße an meine Mutter, dein Kauzi. Sehr cringe, Diggi. Ja. Ach du Scheiße. Vor allen Dingen, so oder so, egal. Ach egal, du Scheiße. Ob jetzt auch auch ein PS5-Spiel ist halt grafisch immer noch nicht so, also sind wir halt, sieht jetzt... Bro! Aus, Digga, gerade die Multiplayer-Dinger. Ah. Naja, welches PS5-Game hast du denn gespielt bis jetzt? So gefickt, Digga, Cast, bester Mann. Nase, 3. So gefickt. Creator, danke für die 5 verschenkten Euro. Hä? Geile 5 verschenkte Euro. Das war wirklich ultra nice gewesen. Alright. Junge.